große Anziehungskraft auf den Menschen aus. Durch seine Schönheit, seine Unendlichkeit und durch seine Geheimnisse. Aber das Meer hat auch andere Seiten. Gefährliche Strömungen und unendliche Tiefen. Von diesen Tiefen geht die Gefahr aus. Hier ist der Mensch ohne Schutz, dem gefährlichsten Killer des Meeres gnadenlos ausgeliefert. Thank you.
bin zurück. Thank you.
Weapon Mount. Weapon mount. Rapid fire bomb. It's stuck. I'm gonna go get some more.
Time.
attack! Take cover, man! Thank you.
We'll be right back.
Das ist scheiße. Wir fangen an mit der Base-Run. Diese Jungs, die da am Computer wirklich unheimlich viel können. Also vor denen kann man schon Respekt haben, wie die das technisch zumindest beherrschen. So einen haben wir auch. Hab ich schon Schwanz gelutscht? Ich geh nicht ohne dich. Du Arschloch, verblödetes, verdammter Bieser! Happy Party now. Haben wir schon einen Schwanz gelutscht? Das ist schon pervers, wenn man es ehrlich sagt. Hey, sind mir doch scheißegal! Bitch, get off my dick! Check this out! Yes.
Von Eiern. Es gibt prächtige, tapfere Eier. Und dann gibt's diese rosinengroßen Tuntenklöten. Das sind deine letzten Worte, du solltest lieber beten. Dein Schwanz hat immer Motivation und ein klares Ziel. Aber deswegen ist er nicht clever. Wenn er eine Möse riecht, dann will er da unbedingt rein. Und du hast gedacht, du hättest dir eine hübsche, feuchte Möse gebrochen. Dann hast du deine winzigen Tuntenklöten mitgebracht, um hier richtig einen drauf zu machen. Aber ihr seid auf der falschen Party gelandet, mein Freund. Würdenfalls erklappen die dir das Gewicht abnehmen. Genau wie dein Schatz. Denkst du aber immer Schiss. Du fängst an zu schrumpeln. Und deine beiden kleinen Bällchen liegen fest. Und jetzt? Schwirrt ab. Thank you.
Okay. Was? Na, wird's denn gehen? Ihr Weicheier. Stop it!
Was mitgebracht. Der Pöbel will euch stürzen.
Version. Stopp, Topzeller. Lass dich weg. Wieso kurz? Wieso nicht so direkt?
Ja, diesmal. Diesmal. Gut gesehen, ja. Gut gesehen. War mir noch gar nicht aufgefallen. Komm, du Brandmarsch. Und was ist das da? Was ist da an deinem Hintern zieht? Muckel. Muckel. Weißt du, wie lange das Tier schon tot ist? Nee. Du könntest mir entwischen. Jetzt bringe ich dich um.
Feind aufgespürt. Greife den Feind an. Feind unschädlich gemacht. Besser die Pistole am Hinterkopf anzusetzen. Du musst mich schon umbringen. Aber vorher schneide ich dir die Eier ab und stopf sie dir ins Maul. Sie sich nicht mehr an mich erinnern? Oh, jetzt bin ich aber enttäuscht und beleidigt. Ich habe tatsächlich den Eindruck, Sie verstehen nicht, wovon wir hier reden. Sagen Sie mal, sind Sie mein Freund? Ich bin nicht Ihr Freund. Solch mein Freund sind, da finde ich das anmaßend und ausgesprochen unhöflich. Ja, Ihr Verhalten ist unverschämt und dreist. Ich bin nicht Ihr Hampelmann, klar, Kumpel? Meine Güte, oje, das tut mir aber leid, dass ich Sie beleidigt habe, Sie beschissener Armleuchter, Sie... Oh, jetzt kriege ich gleich das große Schlottern. Ich bekomme furchtbare Angst, ich zittere schon am ganzen Leib. Ich kann Ihnen nur eins raten, Sie sollten mich nicht so dämlich anquatschen. Ich könnte mich aufregen und dann geraten die Dinge außer Kontrolle. Und dann im Notwehr könnte ich vielleicht was tun, was Ihnen überhaupt nicht gefallen.
bezahlen würde, und zwar hier. Wenn Sie Zoff haben wollen, dann schlagen Sie doch zu, Mann. Zitrone? Zitrone. Als was? Als Frau. Wie für einen dreckigen, stinkenden Typen die Fixvorlage ist.
Sie, Sir, sind Sie zufällig ein Serienmörder? Ich ficke wie einen Junkie-Fotze. Jetzt hast du Angst, hä? Das sehe ich gern. Ich hasse alle kleinen Ficker wie dich. Ihr kleinen Nigger, seid doch nur Scheiße. Na, wie fühlst du dich? Shut the fuck up for 10 seconds. Are you okay?
du bist ja nicht schlecht. Wir haben nur gesagt, du bist nicht schlecht, du bist grottenschlecht. Du bist, ich meine, schlechter kann man nicht mehr sein. Ist nicht der Fall, sondern die Landung. Sondern die Landung.